It is Wednesday, my dudes, and with this, welcome back to a new episode of The Binding of Isaac, Repentance. In this episode, we want to unlock Tainted Eden and defeat the Beast with Eden. Let's go. Damit jetzt nochmal auf Deutsch, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Mit was starten wir denn? Wir starten auf jeden Fall schon mal mit zwei blauen Herzen und The Body. Das heißt, wir haben genügend rote Herzen. Wir haben einen 320er Damage. Und werden auf den... Okay, ich wollte gerade sagen, wir werden auf den Itemraum verzichten. Und werden mal gucken, dass wir ein Planetarium mitnehmen. Aber wir haben ja hier schon ein Planetarium und es ist Terra. Es ist perfekt. Ich hatte eben schon mal versucht, diese Folge aufzunehmen und ich musste sie abbrechen. Ich musste sie abbrechen, weil ich mit Mars nicht zurechtkomme. Wir haben das eben schon mal gemacht. Wir haben das erste Planetarium erst in den Tiefen 1 bekommen. Und haben dann in den Tiefen 2 noch ein Planetarium bekommen. Aber durch Mars bin ich jedes Mal irgendwo in Gegner reingedasht. Und, das ging nicht mehr. Das ging einfach nicht mehr. Ich kann nicht jedes Mal in Gegner reindashen und deswegen sterben. Wir haben Birthright. Birthright ist ganz geil. Machen wir. Ein Tears Up? Nehmen wir mit. So. Okay. Aber mit Terra zu starten ist sehr solide und wow. Okay, das ist ein guter Run. Komm, mache ich trotzdem auf. Was haben wir hier? One that makes you small. Ich würde behaupten, der Run wird besser laufen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin irgendwie durch Guppies Collar so gefühlt 20 Mal wiederbelebt worden. Und ehrlich gesagt, ich wollte einfach nur das... der Run endet. Weil, bringt uns allen nichts, wenn ich da, keinen Spaß dran hab, ne? So. Wir haben einen Charged Bagger. Okay, aber wir können auf jeden Fall einiges an Items sparen. An Bomben sparen. Ich bin nur froh, dass wir jetzt, dass ich ungefähr weiß, wie viele Herzen ich habe. Wir müssten 4 rote Herzen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Wir müssten 4 rote Herzen haben. So. Und kriegen direkt noch ein Speed, noch ein Damage ab. Und ganz ehrlich, ich werde jetzt durch die Altebene gehen. Wir dürfen nicht vergessen, ich muss ein Trinket ablegen, definitiv. Und ich muss... und ich darf die Fool-Karte nicht vergessen. Ist euch mal aufgefallen, wie diese Würmchen hier rumspringen, wenn hier kein Wasser ist? Ist immer wieder lustig. Komm, gib mir mal einen Schlüssel. Danke. Perfektes Timing für den Schlüssel. Eve's Mascara. Eve's Mascara. Das ist jetzt unglaublich strong. Okay. Wenn ich jetzt noch Homing kriege, jetzt bin ich schon fast am Überlegen, ob wir auf Angel Deals gehen. In der Hoffnung, irgendwie das Sacred Heart zu bekommen. Wie krass wäre das? Aber andererseits, ich würde gern zumindest mal in den Devil Deal reinschauen. Lass mich mal noch gucken, dass wir den Secret Room finden. Der kann ja eigentlich nur hier sein. Und lass mich mal gucken, ob wir hier einen Magic Mushroom haben. Nö. Kein Magic Mushroom. Dann auf zum Boss. Es ist Clock. Na, ich will zumindest mal in den Devil Deal reinschauen. Ich will zumindest mal in den Devil Deal reinschauen. Boah, wir machen echt nice Damage. Honestly. Es ist ein sehr, sehr guter Damage, den wir machen. Wir haben ja jetzt schon 12er Damage. Wir kriegen noch ein HP ab. Sacrificial Dagger, Uja Board. Ich lasse mir mal meine Chancen offen.
Wir gehen weiter. Ich kann leider nicht in den Shop rein. Kein Schlüssel. So. Downpour 2. Okay. Schon mal ein Schlüssel. Das ist sehr gut. Nicht auszusehen irgendwie auf den Spiegel schießen, weil ich nicht weiß, ob Terra den Spiegel zerstören kann. Wollen wir auch ehrlich gesagt nicht rausfinden. So. Da haben wir auf jeden Fall mal eine Bombe. Wichtig ist jetzt aber der Shop und der Itemraum. So. Okay, da haben wir beides. Ich brauche jetzt aber auf jeden Fall mal, ich benötige jetzt auf jeden Fall mal noch einen zweiten Schlüssel. Vielleicht direkt hier. Nein, Broken Remote. Car Battery. Ich lasse mir das mal offen. Euthanasia. Euthanasia ist nice. Komm, ich nehme die Car Battery mal mit. 5 Münzen donaten, damit wir mal wieder ein bisschen was in der Donation-Maschine drin haben. Plus einmal hier sprengen. Okay. Dadurch haben wir unsere Deal-Chance auf jeden Fall erhöht. Ah, ich mache das jetzt hier tatsächlich nur für das Extra-Item. Die Altebene. Nachteil ist natürlich, wir müssen nochmal durch diese Altebene durch, wenn wir auf dem Weg nach oben sind. Wir haben hier auch ein Dingens liegen. Ein, wie heißt's? Trinket. Das will ich dann natürlich gleich auch noch im Bossraum absetzen. Und ich würde gerne auch einmal gucken, ob ich greedy sein kann. So, was den Boss angeht. Oder ob es vielleicht besser ist, nicht den, das extra Item mitzunehmen. Um nicht zu sterben, vor allem. So. Okay, was haben wir hier für eine Pille? One that makes you larger. Nicht so cool. Okay, also er ist easy. Er ist easy. Mr. Dolly ist sehr nice. Und Perfection nehme ich jetzt mit. Oh, Gimpy. Die Sache ist, ja, es ist Gimpy und Gimpy kann ganz cool sein. Aber honestly will ich mir meine Chancen mal offen lassen. Warte mal. Mal kurz gucken, ob wir hier den Super Secret Room haben. Haben wir nicht. Er ist er wahrscheinlich hier. Ja, noch ein blaues Herz. Okay. Dann lass mich mal noch hier rein. Ewas. Das sollte passen. Ja. Sehr schön. Oh, das ist nice. Lass die Blatt ist nice. Es kann sein, dass ich jetzt wieder zum blauen Feuer muss. Zum weißen Feuer muss. Ja, muss ich. Ich muss zum weißen Feuer. So. Macht aber nichts. Kriegen wir relativ schnell hin. Wo war es denn? Das war hier oben irgendwo, ne? Direkt vorm Bossraum. Okay. Ja, wir haben jetzt nicht auf das erste Item verzichten müssen. Das ist gut. Hier komme ich leider nicht rein in den Kampfraum. Nicht schießen. Nicht aus Versehen. Ich wollte gerade einfach durchrennen, ne? Und rein theoretisch könnte ich das sogar, indem ich hier die ganzen... Kann ich das aufschießen? Nee, das geht nicht. So. Wie krass wäre denn jetzt bitte Spoonbender,
Oder halt Spoonbender zu Hause. Also unser Telepathy for Dummies. Wäre schon richtig geil, wenn man mal ehrlich ist. So. Okay. Irgendwie hoffe ich, dass wir noch eine Bibliothek bekommen. Okay. Euthanasia ist sehr nice. Wir haben übrigens schon zwei Spritzen, ne? Das heißt, wir sind 2 von 3 Spun. Oh, stimmt, da war was. Und da ist noch einer. Ja, rein theoretisch hätte ich einfach weitergehen können. Immer noch ein blaues Herz, falls was sein sollte. Ich gehe jetzt allerdings nicht davon aus, dass irgendwas ist. Unidentified Pill, Luck Up und Luck Up. Sehr cool. So. Ohne, dass er auch nur einmal schießen konnte. Wirecode-Hänger ist auch sehr nice. Das hat sich für das extra Item auf jeden Fall gelohnt, ne? Ja, jetzt gehe ich natürlich nicht durch die Minen. Jetzt gehen wir... Oh Gott, ich hatte kurz Angst. So, jetzt können wir mal gucken. Nein, das macht den Spiegel nicht kaputt. Okay. Net to know. Net to know. Alles klar. Weiter geht's. Ab durch die nächste Ebene. So. Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ey, ich habe jetzt einen Run abgebrochen, weil der war scheiße, aber es bringt weder euch noch mir was, wenn ich... Oh, das war Perfection. Es bringt weder euch noch mir was, wenn der Run so unsatisfying ist. Dass ich, oder dass der Run so schmerzhaft ist, sag ich jetzt mal. Dass es, keinen Spaß macht. You know? Und ich will ja in erster Linie Spaß haben. So, und dann kann ich hier auch mal sagen, ey, komm, der war nichts. Nehmen wir so hin. Und gehen einfach weiter. Gehe ich direkt zum Boss? Ich gehe direkt zum Boss. Okay. Das ist wieder ein TS-Up. Sehr schön. Und Shotspeed. Shotspeed finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Bin ich schon am TS-Cap angekommen? Ah komm, lass mal aufmachen. Health-Up. Okay. Ah, vielleicht sollte ich doch auf Devil Deals gehen. Ja, Gimpy habe ich jetzt nicht so gefühlt. Sag ich euch, wie es ist. Gimpy habe ich einfach nicht so gefühlt gerade. So. Okay. Noch ein rotes Herz. Da haben wir den Shop. Und einen Secret Room. Lass mich erstmal in den Secret Room. Noch ein HP ab. Sehr cool. Okay. Stopwatch. Zweimal hintereinander. Nice. Puberty. Okay. Nicht so cool, aber lass mich mal bis auf 15 Münzen runter. Einmal die Deal-Chance erhöhen, wollte ich gerade sagen, aber wir waren schon beim Boss. Von daher haben wir schon eine erhöhte Deal-Chance. Ich war noch nicht im Itemraum, ne? Ouchie. Unidentified Pill. Was haben wir denn hier? Gulp? Ich hatte, glaube ich, gar kein Trinket, oder? Nee, hatte ich nicht, weil ich Perfection erst verloren habe. Ja, komm, gib her. So. Den Secret Room müssen wir noch finden. Was mit Terra nicht das schwierigste Unterfangen ist. Ich weiß nicht, ob ich schon im Itemraum war.
Oh mein Gott, eine Chaos Card. Na komm, lass mich mal hier rein. Na, für den Schlüssel ist es okay. Für das Herz jetzt nicht so. Okay. Ich glaube, ich war noch nicht im Itemraum. Wie viele Zacki-Zacki-Kisten wir kriegen. So. Okay. Zack, dann hier noch, dann du noch. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Nö. Ich mal hier oben rein. Aha. Lass mich mal galpen. Aber die Chaos Card nehme ich natürlich mit. So. Da haben wir den Itemraum. Infestation, okay. Ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber... Was haben wir hier? Two of Clubs. Okay, was haben wir hier denn hier drin? Etwas zum Sprengen. Geld für die nächste Ebene. Was haben wir hier? Oh! Judgment. Nochmal sprengen. Yay. Was haben wir denn hier drin? Eine Magic Mushroom vielleicht? Ja. Leider nicht. Okay. Oh. Okay, Breakfast nehme ich jetzt mit. So. Okay. Lusty Blood ist so strong, ne? Lusty Blood ist so strong. Ich bin vielleicht ein bisschen dämlich, was die Bomben angeht gerade, aber ist okay. Ist okay! Ist okay, Freunde! Ist okay! Gib mir das Rotten Heart! Auf jetzt aber zum Boss wieder. Das müsste hier oben irgendwo gewesen sein. Au. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne, hier war der Shop. Hier war der Shop und der Super Secret Room. Dann gehen wir weiter nach oben. Links meinte ich natürlich. Habe ich auch gesagt. Ich habe links gesagt. Da habt ihr alle gehört. So, da ist der Itemraum. Ich mach hier mal auf. Einfach so. Könnte ja auch ein Tinted Rock oder sowas hinter sein. Ja. Ist er jetzt natürlich nicht, aber okay. Weiter. Ne, Terra ist tatsächlich meiner Meinung nach eines der besten Items aus dem Pool für Planetarien. Ich wollte gerade sowas sagen, wie ich kann die Chaos Card ja gar nicht mitnehmen. Aber ich kann sie mir ja dann wiederholen. Hab ich schon ein Trinket abgelegt? Hab ich, ne? Ich habe schon ein Trinket abgelegt. So, hier haben wir auf jeden Fall den Shop. Da müssen wir definitiv rein. Oh, Degas. Degas. Da hätte ich mich vielleicht für die nächste Ebene mitnehmen sollen. Komm, wir nehmen Hive Mind mit. Wir schauen, was wir hier haben. Joker setze ich jetzt einmal ein. Purity und Lazarus Rex. Ich nehme Purity mit. Und ein bisschen Show-Off. So. Einfach, weil ich es mir gerade erlauben kann, den Engel zu besiegen. Und eventuell dann auch noch eine Chance auf einen weiteren Dingens krieg. Angel Deal. Eieiei. Ha! Ah, ich weiß, dass ihr Gesundheit in die Kommentare geschrieben habt. Ich danke euch. So.
Andererseits, bei der Anzahl von Herzen, die wir haben, wären Devil Deals natürlich auch sehr geil gewesen. Kann aber nicht alles haben. So. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Geld. Für die nächste Ebene. Jo. Itemraum brauchen wir noch. Ethemius Raumius. Okay, lass mich tatsächlich mal die blauen Herzen liegen lassen. Lass mich die blauen Herzen mal liegen. Ich lass die blauen Herzen jetzt mal liegen. So. Weil ich gleich noch den Sacrifice Room spielen kann. Weil wenn wir zu Beast gehen, müssen wir natürlich gucken, dass wir so viel wie möglich mitnehmen, ne? So, lass mich durch den großen Raum. Und wenn ich jetzt erst zum Boss komme, komme ich halt erst zum Boss. Ich würde mit der Chaos-Karte, ich kann sie doch sowieso nicht mitnehmen, ich brauche... Ach, wisst ihr was, ich werde jetzt einfach den nächstbesten Boss mit der Chaos-Karte besiegen. Weil ich ja sowieso ein Keypiece mitnehmen muss. Nice, Latchkey, Luck up. Sehr cool. Was waren hier drin? Nichts, genau. Ich brauche den Itemraum noch. Und dann würde ich, wie gesagt, gerne noch den Sackroom spielen. Ouchie. Lost Fly. Ist auch ganz nice. Friends till the end. Das dürfte Friends auch eine Friends till the end sein. Huch. Ich will nicht aus Versehen das blaue Herz einsammeln, weil das brauche ich noch für, wie gesagt, den Sackroom. Ja, ich werde mal noch die restliche Ebene clearen. Für den Fall, dass wir vielleicht doch noch was bekommen. So, Schlüssel zum Beispiel können wir eigentlich auch immer gut gebrauchen. Und hier haben wir den Super Secret Room. Autsch. Ja gut. Ah, das war Blödsinn. Das war Blödsinn, das jetzt mitzunehmen. Auch wenn ich gerade eins verloren habe. Na gut. Dann spielen wir den Sacrifice Room. So. Genügend Herzen hier rumliegen. Eine Coin. Eine Coin. You feel blessed. Ja gut, bringt mir jetzt nichts, aber... Okay, noch mehr Coins. Eine Kiste. Blaue Herz lassen wir erstmal liegen. Das blaue Herz lassen wir erstmal liegen. 7 Trollbomben. Uriel. Okay. Ach, honestly. Hat sich nicht gelohnt. Gucken wir mal, ob wir vielleicht in der nächsten Ebene nochmal spielen können. Im Sacrifice Room. So, dafür müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir genügend Leben kriegen. Ach, siehst du mal. In den Curse Room kann ich noch rein. In den Curse Room kann ich noch rein. Was haben wir hier? Auf jeden Fall nochmal ein rotes Herz. So. Ja, gib mir mal das Herz hier wieder raus. So, jetzt bin ich zumindest wieder full life.
Ach doch, natürlich. Ich hab ein Trinket liegen gelassen. Muss ich ja, weil ich hatte ja Perfection mitgenommen. Die Tiefen 2. Und dementsprechend, wenn ich Perfection mitnehme, habe ich ein anderes Item da liegen gelassen. The Hermit. Gehen wir mal in den Shop rein. Ja. Ja. Und den Rest donaten wir. Na, vielleicht bis auf 8 Münzen oder so. Wobei, ich gehe mal davon aus, dass wir noch ein bisschen was an Geld bekommen. Weil, na, ich will natürlich auch mal gucken, dass wir hier noch den, wenn es hier einen Sacrifice Room gibt, gibt es tatsächlich. Dann können wir da auch wieder spielen. Und das ist sehr geil, dass hier der Secret Room ist. Weil ich damit natürlich auch wieder in den Raum hier reinkomme. Okay. Das Boneheart. Hätte ich mir vielleicht auch noch aufheben sollen, aber ist okay. Ah, lass mich jetzt erstmal hier. Komm, wir haben jetzt die The Fool-Karte. Moment mal, was haben wir hier? Wir haben hier noch eine Joker-Karte. Was haben wir hier? 48 Hour Energy. Lass mich erstmal kurz zum Boss. Und dann, fuhle ich mich raus und dann mache ich die Ebene noch zu Ende. So. Okay. Was haben wir hier? Hagalas. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Boss. Ich nehme, es ist egal, was ich mitnehme. Es ist egal, was ich mitnehme. Ich nehme jetzt das Negativ mit. Der darf zum Fliegen. Und der Fool. Sehr schön. Okay. Dann kann ich jetzt gleich in der nächsten Ebene noch einen Devil Deal triggern. Was ja ganz nice ist. So, das weiße Herz habe ich verloren. Das ist nicht schlimm. Okay, komm. Können wir eigentlich direkt machen. One Coin. 50% Chance für eine Coin. Increased Angel Room Chance. One Random Chest. Increased Angel Room Chance. Okay. Angel Room Item? Ja, Celtic Cross ist sehr nice. Und die 7 Trollbomben. Dann kommt Uriel. Und entweder 30 Coins oder die Soul Hearts. Und die Soul Hearts wollte ich haben. So. Okay. Dann mal auf zum Itemraum. Oh. Ja, schade. Das hat nichts gebracht. Okay. Was haben wir hier drin? Nancy Bombs. Nancy Bombs. Okay. Ich muss es schon mal aufmachen, bevor ich es vergesse. Und wir müssen jetzt die Dingenskarte noch holen. Die Joker-Karte. Oh, honestly finde ich das sogar ganz geil, weil ich jetzt hier nochmal donaten kann. Sehr nice. Dann holen wir uns einmal die Joker-Karte ab und dann geht's weiter. Brauchen wir gar nicht mehr drumrum zu schnacken. Moment, ich könnte aber auch hier. Nee, ich krieg hier nichts mehr. Wartet mal, aber Joker-Karte? Seraphim oder Scapula?
Wisst ihr was? Ich nehme Seraphim mit. So, auf zum Itemraum. So. Luck up, sehr nice. Ach, wer braucht schon... Wer braucht schon Perfection? Ne? Wer braucht schon Perfection? The Fool. The Hierophant würde ich mitnehmen. Ja, eigentlich aber auch Magician. So. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Geld. Entschuldigt bitte. Oh, und hier habe ich noch mal ein... Okay. Ich könnte dadurch halt auch ein paar Items freischalten. Also noch irgendwie ein Angel-Deal-Item bekommen oder sowas. Würde ich gleich, glaube ich, tatsächlich versuchen. So. Was haben wir hier drin? Ist das Conjoint schon? Nee, dann würde ich tatsächlich das Blind-Item mitnehmen. Common Cold ist mega. Okay. Dann lass mich auf jeden Fall einmal in den Shop noch rein. Und dann werde ich in den Sacrifice Room reingehen. Deck of Cards brauchen wir nicht. Chaos, nein danke. Viel zu spät. Voodoo Head bringt mir nichts mehr. Charged Baby bringt mir nichts, weil ich kein Spacebar-Item habe. Ich würde die Candle tatsächlich mitnehmen. Und BFFs hätte ich gerne auch noch, wenn ich ehrlich bin. Jetzt brauche ich halt noch ein bisschen Geld, aber das sollte ich eigentlich noch bekommen. So. Dann lass jetzt erstmal in den Sacrifice Room gehen. Ja. Eine Coin, nein. 50% Chance für eine Coin. 50% Chance für eine Increased Angel Room. Den wir nicht mehr kriegen. Eine Random Chest. Sehr schön. Drei Münzen. Na, in den Angel Room wollen wir sowieso nicht reingeportet werden. Das holen wir uns gleich. Oh, Book of Revelations. Ach, ich habe die Car-Battery, ne? Und die Trollbomben. Und wieder Uriel. Na? Und am Überlegen, ob ich nicht doch das Book of Revelations mitnehme. Weil mir das, glaube ich, ein bisschen mehr bringt. Das Book of Revelations. Okay. Lass mich hier mal alles wegmachen. Na, ist okay. Puberty. Und einmal hier rein. Okay, das ist halt honestly ein Lifehack, ne, wenn du die, Dingens dabei hast. Wie heißt's? Die, Spun-Transformation. 48-Hour Energy. So. Und nochmal. Einfach, weil ich es kann. Wie heißt's denn? Das, was ich meine, ist... die Bandage. Die Old Bandage. Weil du dadurch halt auch immer mal wieder Herzen spawnst, wenn du Damage bekommst. Diplopia.
Was könnte ich denn noch mit Diplopia machen? Nichts mehr, ne? Na, ah, ich kann das hier machen. Und das aufgeladene Book of Revelations mitnehmen. Oder es halt auch einfach einsetzen und die Batterien mitnehmen. The Lovers. Und Hierophant nehmen wir wieder mit. So. Okay, was haben wir hier? Noch ein bisschen Geld. Und da haben wir auch schon den Bossraum und noch einen Super Secret Room. Und ganz ehrlich, die drei Rotten Hearts nehme ich für ein paar Fliegen mit. Gut, dann geht's jetzt weiter. Dead's Note. Und ab nach oben. Ab nach oben. So. Bin ich Guppy? Ich bin nicht Guppy, ne? Warum spawne ich denn trotzdem so viele Fliegen? Dieser Moment, wenn du nicht mal weißt, ob du Guppy bist, ne? Aber eigentlich dürfte ich nicht Guppy sein. Ja, ich werde jetzt so schnell wie möglich versuchen, einfach nur nach oben zu kommen. Ach, ich habe ja drei Rotten Hearts. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit, ne? So. Weiter. Teil der Wahrheit ist auch, dass ich drei Rotten Hearts habe. So. Okay, unser Damage ist mega. Vor allem... Na komm, wir gehen zurück. So. Vor allem, wenn man dran denkt, dass ich immer mehr Damage mache, je mehr Gegner ich töte. Destructive and disturbed, just like his father. Look, where is he look at? So. Okay. We'll be fine without you. In der nächsten Ebene dürfte dann unser Keypiece liegen. Wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall in der Ebene, in der wir auch Perfection bekommen haben. Das dürfte Downpour gewesen sein, by the way. Die dürfte jetzt kommen. Oder? Ja. Let this life inside you. So. One that makes you larger brauchen wir nicht. Okay. Ja, das ist der Nachteil, wenn du durch die Altebene gehst. Dass du hier mit stärkeren Gegnern zu dealen hast. Und auch natürlich mal wieder mit den gelben Fliegen, die wir so lieben. So, wo geht's denn nach oben? Wo geht's denn nach oben? Hier. Nicht aus Versehen den Cracked Key einsetzen, bitte. Das wäre nicht so cool. Das machen wir. Sehr viele Spiked Chests, ne? Sehr, sehr viele Spiked Chests. Das ist schon krass. Was wir hier so an Spiked Chests bekommen. Warte mal, hier unten könnte der Weg nach oben sein. Ist er aber nicht. Ouchie, Bouchi. Okay, Abyss appears. Ja, hier geht's nach oben. Jetzt kommt die letzte Ebene schon, ne? Ja. Basement 1. Das war ein Burning Basement. Okay. Freunde. Der Beastkill sollte uns sein. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch ein cooles Trinket bekomme. Vielleicht sowas wie das, oder wir kriegen gar kein Trinket, außer Biositis. Was mir jetzt in der Ebene nicht mehr so viel bringt.
So, hat ich das Item im Item. Man guckt genau deswegen, wenn wir jetzt den ersten Itemraum einfach gelassen hätten, Itemraum sein gelassen hätten, dann wäre hier jetzt halt natürlich auch das Item drin, was wir liegen gelassen hätten. Ah, vielleicht kriegen wir ja noch ein cooles Spacebar-Item, ein cooles Trinket. Vielleicht. Aktuell sieht es nicht danach aus. Ja. Auf jeden Fall wieder ein blaues Herz zum Auffüllen. Judgmento. Na. Der Bäcker gibt mir jetzt nichts mehr, was ich noch gebrauchen kann. So. Auf jeden Fall noch ein blaues Herz, falls ich nochmal Damage bekommen sollte. Da muss ich mein Spacebar-Item nicht einsetzen. Wheel of Fortune. Nope. Na komm. Cancer oder sowas, keine Ahnung. Wo ist mein Cracked Key? Okay. Filigree Feather. Die hätten wir ein bisschen früher gebraucht. So. Ansonsten nehme ich jetzt natürlich wieder das Forgotten Lullaby mit. Okay. Gibt es hier eigentlich auch noch Secret Rooms? Weiß ich gerade gar nicht. Komm, wir fullclearen mal. Wir fullclearen mal. Auch wenn es super ätzend ist, weil die Gegner hier echt tanky sein können. Aber ich möchte auch mal hier fullclearen. So. Okay. Damit würde ich sagen, schalten wir jetzt den nächsten Tainted Character frei. Und dann ist es auch noch einer der lustigsten Tainted Character, die wir freispielen können. Ach ja, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen besser. So. Home. Was haben wir hier? Noch ein Schlüssel. Okay. Zack, komm her. You unlocked Eden. You unlocked a challenge. Oh, au. Oh. Oh. Delete this. Oh, Bible Tract. Ja, eigentlich ist Locus of Conquest eigentlich ganz geil, ne? Andererseits würde ich gerne das Forgotten Lullaby mitnehmen. Goody. Trinken wir einen Schluck und dann geht's los. Alter, Eden, du siehst aus, als hättest du Dinge gesehen, ne? Du siehst halt aus, als hättest du Dinge gesehen. Und zwar nicht gerade angenehme Dinge. Okay. Eden versus Dogma. Okay. Aufpasse, aufpasse. Aufpasse, aufpasse. Oh, unser Damage ist, wenn wir ehrlich sind, sehr geil. Gerade. Das Geräusch habe ich noch nie gehört von ihm, ne? Das Geräusch habe ich noch nie gehört von ihm. Oh, er macht direkt die Arschloch-Attacke. Okay. Oh, ich bin froh, dass wir die Stopwatch haben. Okay. Na, wo bleibst du? Da. Da bleibt er. Na, sollten wir aber haben. Sollten wir haben. Ich gucke mir jetzt auf jeden Fall noch die Cutscene an.
Alles klar. Hallo Beast, aber erstmal hallo ihr drei Harbinger. So, und die sollten jetzt tatsächlich nicht das allergrößte Problem sein. Ich bin sogar gerade echt froh, wenn er ein paar Gegner spawnen würde. Spätestens der nächste, der die Ultra-Pestilenz-Fliegen spawnt. Der ist Ultra-Pestilenz. So, weil jedes Mal, wenn wir Gegner besiegen, werden wir stärker. Was natürlich ganz geil ist, ne, wenn wir ehrlich sind. So. Okay, da ist Pestilenz. Mit seinen Fliegen. Sehr schön. Lass mich die Fliegen einfach mal töten. Ich mach so langsam mehr Damage. Dürfte jetzt aber auch mittlerweile schon am Cap sein. Da ist die Ultra-Pestilenz-Fliege. Da ist die nächste. Und da haben wir den ersten Damage gefressen. Okay. Boah, wisst ihr, wie lustig Tainted Eden ist? Boah, wir machen richtig fetten Damage, ne? Also wir haben halt wirklich Glück gehabt mit den Items wieder. Ne? Das Item-Luck war krass. Okay. Und jetzt kommt noch Death gleich. Ouchie. Erstmal Full Life machen. So. Und da ist Death. Na? Wie Seraphim einfach nur existiert gerade. Also Seraphim macht jetzt nicht wirklich viel Damage, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Seraphim existiert einfach nur. Das ist übrigens auch eine Attacke, die viele nicht mögen. Ich finde die relativ easy, tatsächlich. Ja gut, ich mache aber auch gerade echt guten Damage. Und jetzt kommt Beast! Le Beast! Le Beast! The last one. Le Momentchen. So, krieg ich's hin, dass wir eine komplette Phase überspringen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, für das Überspringen von einer kompletten Phase sind wir nicht strong enough. So. Okay. Jetzt das hier, das hier. Sehr schön, sehr schön. Du und du und du. Und aufpassen auf nach oben, auf nach unten und auf nach ganz oben. Ich bleibe übrigens dabei, Darker Hell ist einer der besten Mods, die ich installiert habe, weil das einfach jetzt nicht mehr so sehr in den Augen wehtut, weil alles so hellrot ist. Es ist wesentlich angenehmer. Absolut. So. Und damit haben wir auch Beast besiegt. Sehr schön. Das gucken wir uns nicht an. Everything Jar has appeared in the basement. Nice. Damit haben wir mit Eden jetzt auch Beast besiegt. Damit fehlen uns nur noch zwei Endings. Und das ist der Boss Rush. Lustigerweise der Boss Rush. Und Mother. Es wird noch lustig. Gut, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Wir sehen uns dann am Freitag wieder, wenn wir mit dem nächsten Charakter irgendwas versuchen, ne? Bis dahin, ciao, ciao. Ach ja, Endcard, ne? Links hier Twitch-Kanal, rechts Kanal abonnieren. Hier unten in der Mitte ein Video extra für dich. Nur für dich habe ich dieses Video gemacht. Bis dann, ciao.